Hallo und herzlich willkommen zu Lords of the Fallen. Ja, und ihr kennt mich, ne? Ich kann keine Ruhe geben. Ich habe gesagt, in der letzten Folge ist Feierabend, aber ich habe es überprüft. Und ja, wir haben in der Tat, wir haben die Trophäe für alle. Rüstung erhalten. Er hat immer noch der. Komm, hör auf. Alles gut, Jungs, alles gut. Das ist jetzt reine Verzweiflungstat. Das ist reine Verzweiflung jetzt hier. Also, wir haben Trophäe für Inferno-Ende bekommen. In der letzten Folge. Wir haben die Trophäe schwer gepanzert bekommen für alle Rüstungsteile. Wir haben. Hab ich noch irgendwo Mana? Bisschen Mana haben wir noch. Scheiß drauf. Hause platt. Hörst du auf? Wirklich jetzt. Hast du mich schon wieder Dinger reingejagt? Ja, sauber. Danke, du Arsch. Toll. Hab sogar noch einen. Das sollte hoffentlich reichen. Weil wir haben jetzt hier noch mal eine kleine Schwierigkeit. Und zwar hier oben. Der Glockenmann, ne? Ihr kennt ihn. Da hab ich womöglich was übersehen. Na, denn es sind 194 Waffen und alle habe ich. Toll. Bade wirklich, du Drecksstück. Was mit dem Dicken? Kommt nicht hier durch, oder was? Oh, der kommt hier durch. Lass es dicken. So, und hier genau dieses Ding. Das habe ich wohl übersehen. Jetzt bin ich gespannt, ob ich die Trophäe bekomme. Klack, Waffensammlung, Trophäe erhalten. Ich gehe kaputt. Katalyst von Lord Berseku.
Und das soll angeblich sogar der stärkste Katalyst sein, den es gibt. Ne? Hier ist die Hand, Mirandas Berührung, und der ist mir echt durch die Lappen gegangen. Ein großer fleischfressender Wurm, umschlungen von seinen Nachkommen, dient als Umbral-Katalyst und wurde einst von Lichtträger Berseku getragen. Bersekus Mentor hatte den Verdacht, dass sein Zauberlehrling langsam genauso labil wurde wie er, rücksichtslos war. Daher war er nicht völlig überrascht, als er die magische Falle auslöste, die Bersku ihm gestellt hatte. Das soll angeblich der krasseste Umbral-Katalyst sein, den es im Spiel gibt. Shit. Hab ich nur jetzt. Wirklich, ich hab hier das ganze Ding, weiß ich, dachte jetzt schon wieder. Ja, Quest-Buggy. Ne? So. Ja, das heißt, die einzige Trophäe, die mir für Platin fehlt, ist die Trophäe für die Gesten, und zwar Gelächter brauche ich dich. Und die bekomme ich von Demeros. Und da weiß ich es nicht. Ne, wir haben zweimal Umbral-Ende gemacht, haben dabei nicht hier den komischen Percival platt gemacht. Nur ich denke mir, das ist scheißegal, ob du Umbral oder ob du Inferno-Ende machst. Bis zu dem Zeitpunkt sind beide Questlines für beide Enden genau identisch. Ne, und so haben wir es auch gemacht. Naja, wir haben mit Demeros in Fitzroy's Schuch gequasselt, haben danach den roten Rektor Percival umgeballert und dann sollten wir zum Schrein, und an der Stelle hätte uns Demeros die Geste geben müssen, hat sie nicht getan. Anstattdessen war es so ein bisschen buggy-buck-buck. Ne? Sie hat irgendwie gar nicht mit uns gesprochen. Naja. Was soll ich sagen? Ich habe jetzt diesen Schnipsel, ne? Also mal gucken, ob da noch so ein kleines Abschlussvideo raus wird. Ne? Vielleicht zocke ich auch noch mal, wenn ich Muße und Zeit und Lust finde. Ne? Soweit ist das ja nicht. Bis Demeros. Und dann könnte ich wenigstens so mein Anspruch erfüllen und hier im Let's Play dann eben auch die Pratin-Trophäe. Unser eigenen, ne? Ist ja auch eure Pratin-Trophäe, ne? Ist ja nicht nur meine. Na gut, so. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Ne? Vielleicht gibt es jetzt hier einen Schnitt und dann geht's an nächster Stelle dann weiter. Ich weiß es nicht. Ich wollte jetzt nur mal eben überprüfen, ob ich hier die Trophäe für die bepisste Waffensammlung kriege. Ne? Gut. Ich wünsche euch was. Bye, bye. Ja, sicher kommt da noch was. Vergangenheitsmessur. Hallo und herzlich willkommen zu Lords of the Fallen. Und ja, neuer Run. Und dann mal gucken, ob wir uns die Platin-Trophäe noch schnappen können. So. Lichtschnitter habe ich jetzt rausgeschnitten, weil der frustriert mich. Na, deswegen. Otto weggemacht, Lichtschnitter, mit ihm gekämpft, Gott im Himmel. Na. So, und dann kam mir jetzt gerade die Idee, weil Hexworks durch den Patch mein Bild kaputt gemacht hat und ich mit meinem Triptychon ja nicht mehr die Haltung meiner Gegner brechen kann, habe ich mir gedacht, komm, dann guck mal, was es sonst noch für ein Amulett gibt. Deswegen bin ich da jetzt einfach mal so durchgegangen. Für die Leute, die es interessiert, habe ich es einfach mal drin gelassen. Weil, wie gesagt, also, ihr habt es gesehen in den Let's Plays. Mit dem Triptychon hat es mir eine Menge Spaß gemacht, weil man eben relativ schnell die Haltung brechen konnte. Nur
hat leider Hexworks daran rumgefingert und ja, ich schaff's nicht mehr, die Haltung zu brechen. Deswegen habe ich mich dann für, ich weiß gar nicht, wie das heißt, da oben, Erasmus-Anhänger, ne, der erhöht meinen heiligen Schaden und verringert den Feuerschaden, den ich bekomme. So. Und wie der Zufall so wollte, wurde ich wieder an derselben Stelle invaded. Problem von Mugi war jetzt nur, ich habe schlechte Laune gehabt. Na? So, ich konnte nicht den Überrest aktivieren, habe ich gedacht, komm. Na? So, und ich bin auch ganz froh, weil der Arsch fängt gleich mit Zaubern an. Von daher absolut gerechtfertigt, dass ich den filetiert habe. Lichtträger geschlachtet. Na? Kämpft ehrlich oder lasst es bleiben? So, jetzt habe ich den Kampf gegen Pieta habe ich nochmal drin gelassen, weil wie gesagt, ne, der letzte Patch hat mein Bild kaputt gemacht. Ich weiß nicht, wie viele andere Builds jetzt auch noch kaputt sind. Ich habe es nur eben halt in den Patch Notes gelesen, dass die am Tryptychon rumgefingert haben. Ja, so. Und gleichzeitig haben sie halt die Bosse, ja, das Leben erhöht von den Bossen und den Schadensausstoß auch nochmal erhöht. Und ganz ehrlich, ich weiß immer noch nicht, was der Quatsch soll. Ne? Und ihr seht es auch, ne? Selbst Pieta ist jetzt wieder ein Stück weit härter. An der Stelle ganz interessant, dass ich ihr nur 1 und 4 Schadenspunkten zufügen kann. Weiß ich nicht. Ist das neu? War das schon immer so? Gefällt mir nicht. Na? Denn wenn ich in der Animation bin, kann ich unterbrochen werden. Ich kann Schaden bekommen. Aber wenn die Bosse in Animation sind, dann kriegen sie nur so Mini-Schaden. Also gefällt mir absolut nicht, was Hexworks da mit dem Patch gemacht hat. Ne? Deswegen, ich habe auch vorab, habe ich nochmal überprüft, ne, ob ein neues Update da ist, weil ich habe halt auch in der Facebook-Gruppe gelesen, dass das bei vielen nicht so wirklich ganz gut ankommt, ne? Dass die Bosse jetzt so extremst hart gemacht wurden. Ne? Ist ja schön, wenn es da Spieler gibt, die das gerne haben, aber ich behaupte mal, der Großteil wollte es so haben, wie es war. So, ihr seht ihr, eigentlich hat sie schon gar kein Leben mehr, aber sie kämpft weiter. Dann kriegt sie nochmal einen Verheerenden und dann ist die Sache gegessen. Ja. Hat irgendwo Spaß gemacht, der Kampf. Aber ganz ehrlich, ich brauche das nicht. Ne? Wie es vorher war, war es in Ordnung. Ja. Naja. So, dann erste Station. Ne? Ich habe das mal drin gelassen. Das ist, wenn ihr im New Game, nicht im New Game Plus One seid, sondern wenn ihr normal seid, ist das, glaube ich, hier der Überrest Heiligtum. Ihr habt es schon zigmal gesehen. Ich habe es einfach jetzt nur mal drin gelassen. Der Vollständigkeit halber. Hier ist die erste Station, wo ihr Demeros trefft. Curious. I know they'd see you rejuvenate those obscene monuments preventing the gear's return. Don't. That's a threat. But also advice. Adir rewards the faithful. There's salvation here if you want it. But you won't find it in the light of the sun or that lamp. There's salvation here if you want it. So, ihr kennt's, mit ihr quatschen, bis sie sich anfängt zu wiederholen. Ja, und dann sind wir auch da schon bei der nächsten Station. Ich habe es mal so als Orientierungspunkt drin gelassen. Das ist halt,
die Stelle, wo ihr Gerlinde befreit. Ne? Dann geht's da runter. Den Fahrstuhl aktivieren. Da hatte ich jetzt gerade mal das Video gespeichert. Deswegen hat es ein bisschen gedauert. So. Mit dem Fahrstuhl runter und dann ist da die zweite Position, an der ihr mit Demeros quatschen müsst. So, dann zocken, 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 bis ihr halt vor dem Boss da steht, ne? Deswegen, den habe ich auch noch mal drin gelassen. Weil der kam mir ja ein bisschen knackiger vor, aber ich habe ihn gleich beim ersten Mal, habe ich ihn gelegt. Es ist nur, ja. Ich habe jetzt relativ viel Leben. Komisch ist nur, dass er mich oftmals trotzdem erwischt. Aber ich weiß es halt nicht, ne? Ich kann es nicht wirklich sagen, weil ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich ihn alleine fertig mache, ohne dass ich hier irgendeinen NPC mit dabei habe, wie Kukajin oder Pieta zum Beispiel. Ja. Da habe ich gefailt. Weiß ich nicht, ne? 4 Mille Schaden. Der steckt nur ordentlich was rein. Hab ich das Gefühl. Ja. Ja. Und ich bin ausgewichen, er erwischt mich trotzdem. Jetzt kommt wieder eine Welle. Nochmal Power auf der Flitsche drauf machen. Da konnte ich jetzt mal ausweichen. Krass, jetzt nochmal ein. Na, seht ihr, irgendwie wenig Schaden wird da ausgeteilt. Gerade habe ich ihm 4 Mille, jetzt habe ich mal gerade auf die Punkte geachtet, da kommt nicht viel. Jetzt will er sich, will er, dass sein Pferd mich umrennt. Ah, 3,5, okay. Vier, geht klar. Aber sind wir in der nächsten Phase, wo er da dicken Scheiß auf seinen Speer drauf gemacht hat. Und da haben wir ihn. Schön. So. Alles gut. Ich gehe jetzt nochmal nach Umbral. Um halt das Andenken dann noch mit einzusacken. Dran denken natürlich, ihr dürft den Strahl nicht läutern. Na, deswegen, ich hab mir ja etliche Guides angeguckt, weil ich immer noch nicht weiß, was wir ja im letzten Durchlauf verkehrt gemacht hatten. Und die einen reden davon, dass man es nur während des Umbral-Durchlaufs machen kann. Die anderen ja, erzählen das nicht explizit. Ich finde es dumm, weil ob ihr den Umbral-Durchlauf macht oder den Inferno-Durchlauf, spielt an der Stelle keine Rolle, finde ich. Ne? So, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir da die Abkürzung freischalten können und dann quasi rüber in Fitzroys Schlucht gehen.
An dieser Stelle da gleich würde ich euch empfehlen, dass ihr einen Setzling platziert und danach das Spiel verlasst, um einen Cloud-Speicherstand zu erstellen. Ne? Hat ein bisschen Fummelei erfordert, weil ich selber nicht wusste genau, wie das funktioniert. Aber kriegt ihr raus. Ne? Deswegen, ich habe jetzt auch an der Stelle, habe ich das Spiel verlassen, einen Cloud-Speicherstand erstellt. Ne? Deswegen, ich habe es euch jetzt nochmal schriftlich reingepackt. So. Und dann sind wir hier in Fitzroys Schlucht. Da steht dann Demerose, weil ihr habt den Strahl nicht geläutert. So, das habe ich jetzt auch nicht vorgespult, weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Nur wenn ihr mal darauf achtet, was sie erzählt, ja, also sie möchte den Kopf irgendeines Wächters gerne von euch haben. Na? Und das ist meiner Ansicht nach der Hinweis, dass ihr ja nochmal in die andere Richtung gehen sollt, um halt den roten Rektor Percival einen Kopf kürzer zu machen. Ja. Ich habe einen Plan. Ja, ich möchte nicht, dass ihr sie töten müsst, aber letztendlich werden nur die Stärksten an der Seite Adias stehen, ob nun Roga oder Mensch. So sind die Wege Adias. So, jetzt habe ich noch mal ein bisschen was bei ihr vertickt, damit ich aufsteigen kann. So, und deswegen, das habe ich jetzt nur vorgespult. Aber ich habe den kompletten Weg drin gelassen. Ja, sprich, einmal aufsteigen, einmal ruhen. So, jetzt habe ich nochmal geguckt. Jo, die steht da immer noch. Ja. Also sie ist nicht weitergewandert, obwohl wir geruht hatten. Ja. Nämlich nochmal ein paar abgerissene Augen auf dem Weg dahin mit. Ne, und da ist, glaube ich, ne, da sind die Roga, die gegen die Menschen kämpfen. Ja, und ihr macht beide platt, ne? Die einen sind widerliche Armbrustschützen und die anderen, ja, ein bisschen aggro. Ja. So, und ja, das tut mir jetzt leid, aber der Rektor, der schafft es doch tatsächlich, nicht nach Umbra zu schicken, weil ich blöd gewesen bin und vorm Kampf nicht auf meine Sanguinirex. Ja, und so, da hat er mich erwischt, hat mir ordentlich Schaden zugefügt. Das Ding fügt mir auch nochmal einen Schaden zu und jetzt schickt er mich nach Umbra. Das können wir natürlich nicht so lassen. So, und deswegen, also ich bin zwiegespalten. Dass die Minibosse etwas härter gemacht haben, finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Ne? Denn wenn ihr euch daran erinnert, als wir im zweiten Durchlauf da die Sophia als Boss getriggert hatten, ja, die war innerhalb von Sekunden war die Geschichte. Und genauso war es beim ersten Durchlauf, beziehungsweise, also wo ich es zum ersten Mal gemacht habe, bei Kukajin eben auch. Ne? So, und da hat mir der Kampf, bei dem ihr dabei gewesen seid, mit Kukajin, hat mir deutlich besser gefallen. Ne? So, und auch hier Percival. Ne? Ich habe ihn halt unterschätzt. Egal. So, wieder zurück. Ruhen. Na, so, und jetzt ist sie tatsächlich weg. Na, jetzt ist sie schon weitergewandert. Und da weiß ich nicht genau, in dem Durchlauf, wo wir zusammen das gemacht hatten, stand sie, glaube ich, immer noch da, oder? Ich weiß es nicht mehr. Na, so, das ist die nächste Station. Der Vernichter-Bosskampf. Und da finde ich, da kommt das neue Amulett, was ich ausgewählt hatte, mal schön zur Geltung. Denn der macht ja üblen Feuerschaden.
So, und durch das neue Amulett, was ich jetzt angelegt habe, mache ich halt ein bisschen mehr Heiligschaden und bin dazu extremst gegen Feuerschaden geschützt. Also ich habe mal in meine Stats reingeguckt, also Feuerschaden ist jetzt mit das Höchste, was ich habe. Nur auch ihn. Ne? Ihr seht es da an seinem Symbol. Haltungsschaden kann ich knicken. Und das ist ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein bisschen schade. Ne? Ich finde es gut, wenn man sich teilweise mal ein bisschen leichter machen kann. Ne? So, und das habe ich jetzt auch alles drin gelassen. Für die Leute, die halt nicht genau wissen, wie sie zum PvP-Schrein kommen oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Ich lese es nur manchmal in der Facebook-Gruppe, dass Leute fragen, wie komme ich da und da hin? Und dann sagen, kriegen sie als Antwort, ja, zum PvP-Schrein. Und dann wissen sie nicht, wo der ist. Na? Deswegen habe ich es jetzt nochmal komplett drin gelassen, nur halt eben vorgespult. So. Rüber nach Umbral. Die Entität weggemacht. Den ekligen Typen aufs Maul gehauen und ich weiß nicht, ob ihr es seht, ne? Also, ich bin ein bisschen angefressen, ne? Dass ich wieder den Quatsch machen musste. Gute ist natürlich, dass es nicht wirklich lange gedauert hat. Ne? Ich habe schon echt, wo ich das gehört hatte, also bei YouTube, dass einige sagten, das geht nur während des Umbralendes, ne? Weil einige sagten, man kriegt die Geste dann erst, wenn man hier den Samenschlag, was ihr da kriegt halt, in der Wiege der Mutter, den Samenknoten davon, von Demeros oder womit ihr sie tötet quasi, wisst ihr? Na? Und bis dahin zu spielen, hatte ich echt keinen Nerv. Na? Naja. So, Shortcut freigemacht. Das möchte ich auch ganz gerne trotzdem haben. Die beiden Standardklumpen. So, und jetzt zählt's. Ich bin immer noch skeptisch, weil meiner Ansicht nach habe ich jetzt in diesem Durchlauf nichts anders gemacht als in dem letzten Durchlauf, wo ihr mit dabei gewesen seid. Genau dasselbe. So. Wieder normale Geschwindigkeit. Den betrogenen Eilhard aktivieren. Ich ruhe nicht, weil ich wollte mal gucken, ob sie da steht. Und sie steht da. Das stimmt mich dann schon froh. Und jetzt seht ihr schon, da kommt die Einblendung. Lord der Gefallenen. So, und sie quatscht jetzt auch. Ja, sie lässt ihren ganzen Text ab und ja, wo wir das zusammen im Let's Play gemacht hatten, da war da an der Stelle irgendwie irgendetwas buggy, ja, und sie hat nicht ihren kompletten Text abgelassen und da gibt sie Trophäe. Lord der Gefallenen, ne? Gelächter, die letzte Geste, die mir gefehlt hat und dann gleichzeitig die Platin-Trophäe. Und das freut mich gar sehr. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, ne, weil ich ehrlich nicht damit gerechnet habe, dass es klappt. Weil, wie gesagt, ich habe nichts anders gemacht, als in dem Durchlauf, wo ihr mit dabei gewesen seid. Ich kann es mir halt nur so erklären, dass ja, mit diesem letzten Patch, der halt die Bosse so hart gemacht hat, dann eben auch so ein paar Fehler ausgemerzt wurden, weil wir hatten ja auch während des Let's Plays, wir hatten versucht, Kukajin als Boss zu triggern. Erst ja, war die ganze Sache verbuggt und ja, nachdem der Patch kam, ja, konnten wir dann trotzdem Kukajin als Boss triggern, obwohl ich halt dieses Affentennis nicht gemacht hatte, was im Internet als Lösung angeboten wurde. So, und damit bedanke ich mich und damit gebe ich dann wieder ab an Zukunftsmesul. Ich wünsche euch was. Bye, bye. So, Ende gut, alles gut. Ihr seht's,
Mesul ist am Grinsen. Ich habe mal die Kutte von Demeros zur Feier des Tages angezogen. So, und das ist er. Die letzte Geste, die gefehlt hat für die Platin-Trophäe. Ja. Zuallererst möchte ich mich recht herzlich bei euch allen bedanken, dass ihr mich auf dieser Reise beglitten habt. Ihr habt jetzt, die ganze Chose in dreifacher Ausfertigung bekommen. Einmal Blind, das Strahlenende. Zu meiner großen Überraschung, naja, ich habe mich die Tage schon bei euch bedankt für 403 Abonnentas. Aktuell sind wir bei 415. Naja, also anscheinend hat euch ja der Blind-Durchlauf von mir dann doch gut gefallen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass ich ich war halt schlecht, ganz ehrlich. Ne? Ich war schlecht. Ne? Dann habe ich für meine Begriffe ein bisschen geschummelt. Ne, weil ich irgendwann habe ich angefangen zu farmen, um halt so ein bisschen mächtiger zu werden, um das alles hier so ein bisschen einfacher für mich zu gestalten. Und da hatte ich schon so leicht die Befürchtung, dass ich es im ersten Durchlauf mit dem Farmen etwas übertrieben hatte. Jetzt im Nachhinein weiß ich, nee, habe ich nicht. Ne? So, dann habt ihr im zweiten Let's Play, im Umbral-Durchlauf, habt ihr meiner Ansicht nach das Let's Play bekommen, was ihr verdient. Ne? Sprich, wo Mesul es sich nicht einfach machen konnte, wo er wirklich gegen die Bosse antreten musste und wo er dann teilweise ja dann auch gemerkt hat, ach guck mal, das war ein Boss, weil ich den quasi im ersten Durchlauf gar nicht als Boss wahrgenommen habe, weil er so schnell umgefallen ist. Ja, so. Und jetzt hier im dritten Durchlauf habe ich gedacht, komm, nochmal eine ganz entspannte Runde durchzocken. Schön hier mit den beiden Lichtschwertern von Pieter und Elien. Ne, ich habe Spaß gehabt. Bis zu dem Zeitpunkt, als leider Gottes der letzte Patch kam. Ne, da muss ich ganz ehrlich zugeben, der hat meinen Spielspaß so sehr kaputt gemacht, dass ich jetzt im aktuellen Zustand keinen weiteren Durchlauf machen möchte. Na, ich meine, ist sowieso obsolet, weil ich habe die Platin und damit soll es dann auch gut sein. Ich finde es halt nur schade für alle, die ja jetzt denken, vielleicht habe ich auch mal Bock hier auf Lords of the Fallen. Mesul hat es hingekriegt, kriege ich auch hin. Ne? Und vorher hätte ich euch gesagt, macht es. Ne? Es ist das Spiel geworden, was eben angepriesen wurde. Ne? Ihr habt es ja, weiß ich nicht, vielleicht mitbekommen. Ich habe mich so ein bisschen mit dem guten Jack in der Diskussion verstrickt, weil ich halt seine Review, die er zu dem Spiel gemacht hat, hochgradig subjektiv fand. Ne? Also seine gesamte Review bestand daraus, Lords of the Fallen mit einem ganz anderen Spiel zu vergleichen. Und vielleicht ist das auch gar nicht Jack seine Schuld, denn passiert den Besten. Ne? Ich bin eine gute Dekade lang COD-Spieler gewesen, also Call of Duty. Ne? Und natürlich vergleiche ich jedes COD immer mit dem, womit ich angefangen habe. Für mich geht nichts über COD 4. Ne? Das ist einfach das, womit ich angefangen habe. Und dann schwingt da eben auch eine gewisse Nostalgie mit bei. Ne? So, und
Ich habe immer versucht, auch bei Call of Duty, so objektiv zu bleiben, wie ich eben nur kann. Nur fand ich halt seine Review komplett daneben. Ja, ich kann kein Spiel, was von einem anderen Entwicklerstudio ist und was vielleicht eine ganz andere Vision, nicht Version. Ja? Deswegen, ja. Für mich stehen hier bei Lords of the Fallen die beiden Welten Umbral und Axiom im Vordergrund. Das sind die Dinge, also das ist der Aspekt an dem Spiel, wo ich glaube, dass die Entwickler den größten Augenmerk drauf gelegt haben. Und da muss ich auch wirklich sagen, das ist perfekt. Ne, das ist perfekt. Ne, es ist hier keine Open World, ne, aber man bekommt fast den Eindruck, als wäre es eine Open World. Ne, vor allem, wenn man das Spiel durchgespielt hat und sämtliche Abkürzungen freigeschaltet hat, dann ist es ja eine zusammenhängende Welt. Und das finde ich schon ganz, 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 ganz stimmig gemacht. Ne, und wie dieses Umbral in diese Welt mit eingewoben wurde, finde ich, ist super. Nicht nur, dass ihr ja quasi durch Umbral ein zweites Leben bekommt, was meinen Informationen zufolge für Souls-likes nicht typisch ist, ne? Also dass man quasi einen zweiten Versuch bekommt und dass dann dieser zweite Versuch auch noch so schön ins Spiel implementiert wurde durch diese Umbral-Welt, mit der man dann teilweise Rätselpassagen lösen muss, finde ich super. Ist ein Aspekt, wo ich sagen muss, hätten mit Sicherheit viele Entwicklerstudios schlechter umgesetzt. Nur nichtsdestotrotz gibt es jetzt die Möglichkeit, bei PlayStation im Store Bewertungen für Spiele abzugeben. Und ich habe Lords of the Fallen 3 Sterne gegeben. Ich hätte ihm vorher mit Sicherheit 4 Sterne gegeben. Wenn es fertig gepatcht worden wäre, also noch jetzt in der Zeit, wo ich mit am Start bin, dann hätte ich ihm vielleicht sogar 5 Sterne gegeben. Aber alleine der letzte Patch hat mich dazu bewogen, dem Spiel nur 3 Sterne zu geben, weil ja, es gab gewisse Kaufanreize für mich. Und ein Kaufanreiz war die Aussage, es wäre ein einsteigerfreundliches Souls-like. Und das war es auch. Ne? Die Bosse waren knackig. Ne? Ihr habt es im ersten Let's Play gesehen. Also wo ich da das erste Mal vor Pieta stand, da hatte ich dann schon meine Probleme. Aber letztendlich habe ich sie dann irgendwann auf die Bretter geschickt. Ne? Und ich habe mich hier durchgebissen. Alles schön, alles gut. Wir haben uns hier durchgekämpft. Ich habe mir irgendwann mal ein für mich stimmiges Bild aus dem Internet rausgesucht. Ja, denn, wie gesagt, ich hab da nicht so meine... Ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, mich mit Itembeschreibungen auseinanderzusetzen, um da den geheimen Kniff rauszukriegen, wie man sich ein Bild zusammenstellt. Da gehe ich dann auch lieber auf YouTube und gucke mir dann von Leuten an, die sich eben gerne mit sowas auseinandersetzen. Und da war eben jemand, der hatte halt das Bild mit Blutehre und Pietas Schwert und dann eben mit diesen beiden Ringen, ne, den Ring der sargonischen Macht, der eben bei blutenden Gegnern zusätzlich Haltungsschaden verursacht, und dem Triptychon, was eben bei Heiligschaden zusätzlichen Haltungsschaden verursacht. Und das fand ich super. Das fand ich super, denn ich habe keine Lust, ständig irgendwelche Boss-Moves auswendig zu lernen. Ja, und das hat mir sehr gut gefallen, denn damit konnte ich bei vielen Bossen die Haltung brechen und denen verheerende Schläge verpassen, die dann in einer für mich akzeptablen Zeit auf die Bretter geschickt haben. Und seit dem letzten Patch ist diese schöne Zeit zu Ende. Ja, ich habe jetzt hier, also Vergangenheitsmesul hat nochmal hier den Bosskampf gegen den Lichtschnitter gehabt. So, und in dem Durchlauf, wo ihr mit dabei gewesen seid, wo wir das Inferno Let's Play begonnen haben, da hatte ich mich schon ganz stark gefreut, ne, weil wir hatten ihn schon fast auf den Rücken gelegt, obwohl ich nur so ein bisschen mit ihm tänzeln wollte.
Ja, und jetzt hier beim 5. Durchlauf, ne, wo ich hier nochmal die Geste abholen wollte, habe ich nochmal gegen ihn gekämpft. Und was soll ich euch sagen? Also, der Typ hat jetzt richtig viel Leben, der Typ haut richtig Schaden raus und zu allem Überfluss kann ich ihm die Haltung nicht mehr brechen. Ne? So, und das macht es für mich kaputt. Ich will das nicht. Ne? Es ist schön, dass es da Leute draußen gibt, die anscheinend so eine masochistische Ader haben. Ne? Denn ohne Witz, ich habe es so gelesen irgendwo, ich wünsche mir bockschwere Gegner, wo ich 3 Tage brauche, bis ich den auf die Bretter geschickt habe. Ne? Und meinetwegen, jeder wie er mag. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte nicht 3 Tage ein Moveset von einem Boss auswendig lernen, um ihn dann auf die Bretter zu schicken. Vor allem zerstört es für mich das Wiederspielbare. Ne? Denn ich bin jetzt im Training quasi drin. Ne? Hab so halb die Movesets von den Bossen noch parat. Ne? Nur wenn ich jetzt 2 Monate Pause mache und dann mir denke, ach komm, lass uns noch mal eine Runde Lords of the Fallen, soweit speichert mein Gehirn noch nicht. Ne? Dann fange ich wieder quasi bei Null an. Und das ist so, wo ich sage, der Wiederspielwert ist für mich jetzt dahin. Ne? Und überhaupt, der Spielspaß ist für mich dahin. Und das nur durch den letzten Patch. Und nur durch den letzten Patch ist es eben so, dass ich dem Spiel jetzt nur noch 3 von 5 Sternen geben würde. Ne? Es ist eine wunderbare Welt. Es war eine Herausforderung gewesen, sich dem hier zu stellen. Ne? Hatte sich ja irgendwer mal gewünscht, dass ich mal ein Souls-like Let's Play mache. Das ist damit jetzt auch passiert. Nur, wisst ihr ganz ehrlich, ich habe keine Lust, jemals wieder in irgendeiner Form irgendein Souls-like anzurühren. Ne? Weil ich stehe da nicht drauf. Ich stehe da absolut nicht drauf, wenn ich 3 Tage lang irgendwas auswendig lernen muss. Das hat für mich nichts mit Skill zu tun. Ne? Da fand ich den Ghost of Tsushima wesentlich geiler. Ne? Da musste ich die Gegner beobachten und musste innerhalb von kürzester Zeit Entscheidungen treffen, wie ich reagiere. Das ist hat was für mich mit Skill zu tun. Reaktionszeiten. Ne? So, und ja, jetzt, ihr hättet ruhig bei Ghost of Tsushima versuchen können, die Movesets auswendig zu lernen. Die hatten immer Variable. Ne? Die haben nie immer dasselbe gemacht. Das fand ich super. Hier, ne, ihr könnt den Bosskampf, also ihr könnt den Kampf, den Jack gegen den Lichtschnitter gemacht hat, neben den Bosskampf legen, den der englische YouTuber da gegen den Lichtschnitter gemacht hat. Und ich schwör's euch, beide Kämpfe sehen ja identisch aus. Ja. Und das liegt eben daran, dass beide quasi das Moveset vom Lichtschnitter auswendig gelernt haben. Ja, und im Prinzip nur noch darauf reagieren. Ist schön, ist beeindruckend. Ich will die Leistung von den beiden Jungs nicht schmälern. Ich will nur damit sagen, ich habe darauf keinen Bock. Ich würde nie. Jack sagt, er hat 5 Stunden hat er dafür gebraucht. Ich würde mich nie im Leben, würde ich mich 5 Stunden lang hinsetzen und ein Moveset von einem Boss auswendig lernen, nur um ihn dann einmal auf die Bretter zu schicken. Da habe ich keine Böcke drauf. Ja, und ihr habt es dann auch eben leider Gottes in den letzten Folgen mitbekommen. Ich war angefressen. Ich musste mir bei Cleric musste ich mir ein Helferli dazu holen. Ich musste mir beim Lichtschnitter ein Helferli dazu holen. Und ja, bei dem Monarchen habe ich es gar nicht mehr, habe ich gar nicht ausprobiert, ihn alleine um. Da habe ich gleich von vornherein habe ich gleich gesagt, komm hier. Und da muss ich sagen, wieder top von Hexworks, dass die hier patchen. Ich meine, ich finde es zwar schade, dass das mit dem Koop nicht gleich von Anfang an funktioniert hat, aber jetzt hier nach diesem Teufelspatch ja, einmal raus ins Hauptmenü und dann wieder rein, dann habe ich an für sich sofort jemanden gefunden, der mit mir den Boss gemacht hat. Das hat mir eine Menge zusätzlichen Stress erspart. Ja, und überhaupt, muss ich euch ganz ehrlich sagen, es war eins der härtesten Let's Plays, die ich aufgenommen habe. Nicht nur allein vom Spielerischen her, sondern eben auch vom Aufnehmen her. Ne? Denn
ja, wenn ich hier einen Absturz hatte, dann war halt, ne, ihr habt es im Umbra-Durchlauf, ne, da musste ich Klumpatsch machen. Ne, da habt ihr quasi den Kampf vom Monarchen aus dem dritten Durchlauf bekommen und den Kampf gegen Alien dann quasi wieder aus dem zweiten Durchlauf, weil ich ja bei beiden Kämpfen jeweils einen Absturz hatte und das Gameplay weg war. Ne? Und das ist echt mies, wenn ihr ein Let's Play machen wollt. Ne? So, deswegen, ich musste dann quasi nochmal, ne, denn möchte ich natürlich für euch machen. Ne? Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch froh, dass ich keinen Gronkh hinlegen musste und hier quasi, ja, die Hände heben musste und sagen musste, nee, ich gebe auf, ist mir zu schwer. Ne? Da bin ich auch ganz froh. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob es nach diesem... Ja gut, ne? Also... Vor Judge Cleric kam dieser komische Teufelspatch. Und der hat für mich das Spiel kaputt gemacht. Und von daher ist meine objektive Review zu dem Game. Grafik wunderbar. Alleine, dass es hier 194 Waffen gibt, wunderbar. Ne? Es gibt ein paar kleine Fehlerchen, die sich aber wohl durch Patches beheben lassen sollten. Ne? Nur, dass sie jetzt die Bosse so hart gemacht haben, ist einfach für mich, wo ich sage, ist nicht mehr einsteigerfreundlich. Ne? Also ich möchte jetzt nicht mehr mit dem Spiel anfangen müssen. Ich bin froh, dass ich jetzt seit von Release an gezockt habe, dass ich noch die ganzen Farmspots mitnehmen konnte und dass ich jetzt quasi die Platin-Trophäe mein eigen nennen kann oder unser eigen nennen kann und dass ich damit jetzt das Kapitel Lords of the Fallen abschließen kann. Nur ich beneide nicht die Menschen, die nach mir kommen und sich denken, jo, ich probier's mal. Ja? Denn, muss ich euch ganz ehrlich sagen, es ist nach diesem Patch nicht mehr einsteigerfreundlich. Und deswegen nur noch 3 von maximal 5 möglichen Sternen. Ach, so habe ich halt entschieden. Naja, wie auch immer. Nochmal herzlichen Dank für die ganzen Zuschauer von meinem Klumpatsch, den ich da veranstaltet habe im ersten Let's Play. Ich hoffe, die beiden nachfolgenden Let's Plays haben euch auch gefallen. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich. Ich wünsche euch was. Bye, bye.